Ladies and gentlemen, please welcome Head of Group Communications, Volkswagen Group, Stefan Grüssen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Volkswagen Group Night am Vorabend der Mondial de l'Automobile hier in Paris. Wir sind hier in der sogenannten Alfresenay und das klingt für den einen oder anderen ein bisschen nach spanischem Cover, hat aber damit gar nichts zu tun, sondern das ist der Name eines bekannten Designers und Architekten, der diese Halle erbaut hat. Und diese Halle ist nichts anderes, und es sei Ihnen verraten, als ein alter Bahnhof. Die französischen Kollegen aus der Modewelt haben diesen Bahnhof schon lange für sich entdeckt, weil hier finden regelmäßig auch immer die großen Haute-Couture-Shows statt. Wir fanden, das ist ein guter, passender, geeigneter Ort, um Ihnen unsere Messeneuheiten der Pariser Motorshow zu zeigen. Sie kennen das von uns, wir tun das immer schon, bevor die eigentliche Messe ihre Pforten öffnet. Das ist gut für Sie, für Ihre Berichterstattung, gut für die Aktualität und am Ende auch gut für uns, denn wir freuen uns immer auf die Gespräche mit Ihnen. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes heute proppenvoll. 1470 Medienvertreterinnen und Medienvertreter aus sage und schreibe 46 Ländern sind heute bei uns. Darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders, und es ist natürlich ein Zeichen für uns, dass Sie diese Veranstaltung mögen, und wir freuen uns daher über die große Resonanz. Ganz besonders, das kennen Sie auch und wir freuen uns darüber auch immer besonders, dass ein Gast hier unter uns ist, denn unser Aufsichtsratsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns, Professor Dr. Ferdinand Piech, den ich herzlich begrüße. Guten Abend auch Frau Piech und ein weiterer Aufsichtsratsvorsitzender, nämlich den, der, bitte nehmen Sie nicht Ihren Applaus, ein weiterer Aufsichtsratsvorsitzender, nämlich den der Porsche SE, Dr. Wolfgang Porsche, möchte ich an dieser Stelle ebenfalls begrüßen. Meine Damen und Herren, Sie sehen es hinter mir, Allee le Marc. Unter dieses Motto haben wir diesen Abend gestellt. Allee le Marc, das klingt sportlich, das klingt angriffslustig, aber auch anfeuernd. Und stellt vor allen Dingen das in den Mittelpunkt, was uns im Konzern am wichtigsten ist, unsere Marken und deren Produkte. Wir haben eine Reise unternommen, eine Reise zu unseren Marken und haben versucht, ihren Charakter und ihre Besonderheiten zu erforschen. Und das Ergebnis sehen Sie in den folgenden Minuten. Viel Spaß!